Die See vor der Ostküste Kanadas ist eiskalt und rau. Die Klimabedingungen sind extrem und das Wetter ist gnadenlos. Tiere und Menschen müssen täglich ums Überleben kämpfen, denn Nahrung ist in dieser Gegend nicht leicht zu beschaffen. Die meisten leben von der Fischerei, denn das Meer bietet eine Vielzahl von Fischen, von denen die Leute hier leben. Tiere haben es wieder mal schwerer und begeben sich auf ihrer Reise oft in lebensgefährliche Situationen. Und so erblickten die Fischer eines kleinen Kutters ein erst nicht identifizierbares Tier auf einer Eisscholle. Die Männer eines Fischerteams waren eines Tages mit ihrem Kutter vor der Küste Kanadas unterwegs. Sie wollten Krabben fischen und warfen schon eine Zeit lang ihre Netze aus, bis sie schließlich an ein paar Eisbergen vorbeikamen. Diese sind in dieser Region nichts Ungewöhnliches, denn die riesigen Eisberge der Arktis sind nicht weit entfernt. Plötzlich machte einer der Männer eine interessante Entdeckung. Auf einer Eisscholle bewegte sich etwas. Offensichtlich handelte es sich um ein Tier, das auf dieser Scholle ins Meer trieb und es von alleine nie wieder aufs Festland schaffen würde. War es eine Robbe? Ein junger Eisbär oder irgendwas anderes? Es konnte jedenfalls erst nicht identifiziert werden, denn die Fischer waren noch zu weit davon entfernt. Aber auf der Eisscholle würde es nur auf seinen sicheren Tod warten. Das war den Männern durchaus bewusst. Also beschlossen sie, sich zu nähern und es zu retten. Bei näherem Hinsehen bemerkten sie schließlich, um welches Tier es sich handelte. Es war ein Polarfuchs. Er war offensichtlich in der Arktis unterwegs, hatte Futter gesucht und ist dann auf diesem Eisberg aufs offene Meer getrieben. Doch das Erstaunliche daran ist, dass Polarfüchse zeitweise auf solchem Packeis leben und damit weite Strecken überwinden, um an neue Orte zu gelangen. Doch können sie das nicht kontrollieren? Sie können nie sicher sein, dass sie überhaupt nochmal Land erreichen. Und so sterben auch viele dieser Füchse auf offenem Meer. Als die Männer an dem Eisberg anlegten, konnten sie den armen Fuchs ohne große Mühe einfangen. Er war schon sehr schwach und hatte Angst. Er wehrte sich etwas, doch fand sich schnell mit seinem Schicksal ab. Auf dem Boot wurde ein kleines Lager für ihn eingerichtet, damit er sich etwas erholen konnte. Futter und Wasser taten ihm sehr gut, denn er war total ausgehungert. Keiner weiß, wie lange er bereits auf diesem Eisberg lebte. Es könnte Tage, Wochen oder Monate gewesen sein. Wieder auf dem Festland angekommen, schenkten die Fischer dem Fuchs die Freiheit. Er rannte los und war direkt verschwunden. Doch gelegentlich kehrt er in dieses Gebiet zurück und ist dankbar für jeden Tag, den er erleben kann. Man kann echt froh sein, dass trotz dem vielen Tierleid, das es auf der Welt gibt, es immer noch Menschen gibt, die sich für die Rettung der Tiere einsetzen. Habt ihr mal einem Tier geholfen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier könnt ihr euch gern noch weitere Videos von mir anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!